Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. In einer Umfrage habe ich euch gefragt, ob wir mal über das Set Duelist Saga sprechen möchten, und weil über 180 Stimmen haben 85% dafür gestimmt, und deswegen machen wir das heute. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Duelist Saga, ha, meine Güte, lang ist's her. 2017 kam das Set raus und es hatte einen relativ durchwachsenen Ruf. Einige waren begeistert von der neuen Art der Ultra Rare, ist auch bisher einmalig im TCG in diesem Set. Einige mochten das gar nicht, die anderen fanden die Karten langweilig, wieder andere fanden sie toll. Dann wurde die Qualität der Karten bemängelt, dass sie sich halt so stark banden und so weiter und so fort. Und ja, was soll ich sagen, meine Freunde? Darüber wollen wir heute mal sprechen. Ich habe hier einen Ordner mit einem Wert von 850 Euro. Man fragt sich, wie kriegt man mit Duelist Saga Karten 850 Euro zusammen? Und das ist auch der springende Punkt. Darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ja, meine Freunde, wir sehen hier die erste Seite und somit auch schon, wer hätte es gedacht, die teuerste Karte aus dem Set, nämlich den Blue Eyes White Dragon. Der kostet so um die 20, 22 Euro aktuell. Der BLS ist auch nicht gerade günstig mit 8 Euro das Stück. Und das ist sozusagen die teuerste Karte aus dem Set. Ich habe noch ein paar von denen in den Magnethaltern, da habe ich schon ein paar reingepackt, und irgendwo in meinen Tinboxen schwirren auch noch einige rum, also ich habe schon eine ganze Menge von diesen Duelist Saga Blue Eyes Karten, die zum damaligen Zeitpunkt gar nicht so teuer waren. 70 Cent kostete einer davon damals, als das Set rauskam. Und ja, das war eigentlich ein absolutes Schnäppchen. Man muss im Allgemeinen sagen, dass der Blue Eyes tatsächlich so eine Art Glurak des Yu-Gi-Oh! Es ist egal, wie oft der geprintet wird. Früher oder später steigt so ziemlich jede Holo-Version dieser Karte. Darüber mache ich vielleicht auch nochmal ein extra Video. Ich möchte heute mit euch zusammen diesen Ordner durchschauen und uns mal überlegen, inwiefern eigentlich dieses Set als Investment vielleicht ganz gut wäre. Denn ich persönlich bin der Meinung, dass dieses Set über einige schöne und vor allen Dingen Fan-Favorite-Karten verfügt, die in Zukunft das Potenzial haben, preislich stark nach oben zu gehen. Und einige davon tun das auch schon. Von einigen war ich tatsächlich ziemlich überrascht, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen schnacken wir nicht lang, sondern gehen auch mal gleich auf die nächste Seite. So. Da begegnet uns nämlich gleich eine der nächsten teuren Karten, nämlich der Dunkle Magier. Der, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, irgendwo bei 6, 7 Euro das Stück liegen dürfte, ist also nicht ganz so teuer. Es ist eigentlich immer so, dass, egal in welchem Set, dass der Dunkle Magier immer günstiger ist als der Blue Eyes. Ne? Ist ja immer so die ewige Frage, was ist beliebter, Blue Eyes oder Dark Magician? Im Allgemeinen vom Preis her gesehen kann man einfach sagen, es ist der Blue Eyes. Überraschend fand ich tatsächlich die Rettungskatze, die geht ja auch, glaube ich, 10 oder 11 Euro das Stück. Und ihr merkt schon, das sind alles Karten, die zu dem Zeitpunkt, als das Set rauskam, wirklich nichts, aber auch so wirklich gar nichts wert waren. Dieses Set besteht auch aus vielen Karten, die 20, 50 Cent wert sind. Ihr dürft nicht vergessen, das ist ein Only-Holo-Set, Leute. Normalerweise sind da in solchen Sets 90% der Holos 2 Cent Bulk-Karten, weil einfach alles glitzernd ist. So, das sind einfach glitzernde Commons sozusagen. Hier ist das nicht der Fall. Es gibt einige unbedeutende Spell- und Trap-Cards, die 2, 5 oder 9 oder 10 Cent gehen. Gibt es auch, Monster gibt es, die nur so wenig wert sind. Aber es gibt in diesem Set verdammt viele Karten, die schon so ab 30, 50 Cent losgehen. Und die sind nicht selten. Wenn man dann natürlich eine Menge da hat, dann hat man auch gleich gut Geld zusammen. Und ich habe von Duelist Saga zum Beispiel eine richtig kranke Menge. Nicht zuletzt wegen dem Thomas, der mir gefühlt 2000 Duelist Saga Karten geschenkt hat, sondern auch, weil ich halt selber sehr viel Bulk damals angekauft habe von dem Zeug. Also das, was ihr in dem Ordner seht, ist bei weitem nicht alles, was ich habe, sondern das ist halt das, was ich jetzt innerhalb von einem Tag irgendwie zusammengesucht habe, damit ich das Video machen kann. Na, also wenn ich mir jetzt noch eine Woche Zeit lasse, dann habt ihr wahrscheinlich so einen kompletten Ordner voller Blue Eyes aus Duelist Saga oder so. Also das ist richtig, richtig übel. Und auch hier tatsächlich ziemlich viele Karten, die so einen Euro wert sind. Gibt es auch extrem viele. Constellar Ptolemy M7 zum Beispiel geht, glaube ich, 1,50 Euro. Die Fremdenführerin geht, glaube ich, auch 2, genauso wie der Trishula. Glaubt ihr vielleicht, Trishula bleibt bei 2 Euro? Nee. Der ist in dieser Rarität hier einmalig. Klar, die Secret-Version, die gibt es aus Hidden Arsenal 4, Battles of Legends, dann gibt es nochmal aus High Speed Riders eine Secret-Version, also da haben wir uns satt gesehen. Aber den hier in diesem Duelist Saga Ultra Rare, das ist halt schon eine recht einmalige Geschichte, die wahrscheinlich so in dieser Art und Weise gar nicht mehr gereprintet wird. Jetzt möchte ich auch mal auf die Qualität der Karten eingehen. Die Qualität der Karten ist ja immer recht verrufen. Speziell bei Duelist Saga. Oh, und die Karten, Chipsletten und die wölben sich und nee.
Wisst ihr, warum sich diese Karten wölben? Und das ist übrigens bei den alten Karten um diesen romantisierten Schwachsinn mal zu dementieren auch so. Das ist, wenn ihr diese Karten in zu warmen Räumen lagert oder sie beim Transport zu euch zu warmen Temperaturen ausgesetzt wurden, dann, ja, oder zu viel Feuchtigkeit abbekommen haben, dann wölben sich diese Karten. Dann werden sie zu Chipsletten. Wenn sie ganz normal bei Raumtemperatur gelagert werden, ja, dann ist hier gar nichts Chipslette. So, versteht ihr? Ganz, ganz wenig, wenn überhaupt. Und ich finde ehrlich gesagt, dass die Printqualität von Duelist Saga relativ gut ist. Ich habe kaum Karten von denen, die irgendwie Silvering oder andere Schäden aufweisen. Und ich muss sagen, also mit der Printqualität aus Duelist Saga bin ich eigentlich relativ zufrieden. Da waren die Secrets aus der Legendary Collection Kyber viel, viel schlimmer. Vor allen Dingen, was das Banden angeht. Gehen wir auf die nächste Seite. Hier haben wir zum Beispiel so eine 1-Euro-Karte. Das ist so eine 1-Euro-Spell. Das ist Chaos Scepterstoß. Ich glaube, das war so eine Dark Magician Support-Karte, wenn mich nicht alles täuscht. Oder so eine Magician of Black Chaos-Karte. Wie auch immer, ein Dark Magician-Themen-Support auf jeden Fall. Der offensichtlich gar nicht mal so schlecht zu sein scheint. Das Artwork ist natürlich auch ziemlich schön, muss ich ehrlich gesagt sagen. Richtig schön oldschool. Und die geht, glaube ich, auch irgendwie 1,50 oder so das Stück. Na, da habe ich auch, ich glaube, irgendwie nochmal 20 Stück rumliegen. Ich habe hinten noch einen großen Stapel, den ich rausgesucht habe, der gar nicht in den Ordner reingepasst. Also wirklich, diese Karten, man findet sie noch wie Sand am Meer, aber sie sind teilweise einfach ein gutes Investment, da sie meiner Meinung nach in Zukunft steigen werden. Jetzt kommen wir zu einem Kumpel, dessen Preis mich richtig umgehauen hat. Und das ist der gute Boy hier. Dieser neue, wie heißt er denn? Ich muss ihn mal rausholen. Er heißt Wanderer König Wildwind. Das ist so dieser Pantherkrieger-Upgrade sozusagen. Der geht 12 Euro das Stück. 12? Warum? Weil er irgendwie ein Red Eyes spielbar ist oder so. Wenn ihr den jetzt habt, momentan, wenn ihr davon welche in eurer Sammlung habt, verkauft sie. So, weil sobald der nicht mehr spielbar ist in Red Eyes, warum auch immer das so passieren sollte, kann ja mal vorkommen, dass der nicht mehr so relevant ist. Er wird durch eine bessere Karte ersetzt. Oder was weiß ich, gebannt wird das, glaube ich, nicht so gut. Ist er, glaube ich, nicht, aber er muss nur durch irgendwas ersetzt werden, dass er einfach besser ist. Dann ist die Karte sofort bei einem Euro. So, oder bei zwei. Vielleicht 2,50. So, jetzt kostet sie gerade 12. Das heißt, wenn ihr sie habt, stoßt sie ab. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht so ein krasser Fan-Favorite ist, dass die aufgrund irgendeiner Nachfrage von Sammlern irgendwann einen überdurchschnittlich großen Wert erhalten wird. Also der ist momentan ziemlich teuer, aber ich glaube nicht, dass das ein Ewigkeitszustand ist. Aber momentan tatsächlich 12 Euro das Stück. Ich habe hier gleich nochmal zwei Zukunftsfusionen. Geht, glaube ich, auch irgendwie 50 Cent oder so. Ist jetzt nicht so teuer. Hier geht es zum Beispiel weiter. Cyberdrache geht in etwa 4 Euro das Stück. 3-4 Euro so in etwa. Ist auch ein guter Wert, ne? Also ein Cyberdrache ist ein Fan-Favorite, das heißt, der wird vielleicht in der Zukunft auch steigen. Man hat es ja in der Tinbox-Promo gesehen, die war auch jahrelang auf 3-4 Euro und jetzt geht sie langsam hoch auf 10-14 und das konstant und stabil. Der hier geht, glaube ich, auch ein 10er das Stück, so in etwa 10-11 Euro. Der ist tatsächlich bei 2. Von dem hier, also der ist momentan bei 2 Euro. Das ist definitiv ein Fan-Favorite und den würde ich mir gönnen. Also wenn ihr da die Möglichkeit habt, vielleicht an mehrere Exemplare ranzukommen, kauft euch den. Weil der wird nicht ewig bei 2 Euro bleiben. Das ist so ein Kandidat, der irgendwann richtig in die Höhe geht. So Richtung 8, 10 Euro in etwa wird der schon irgendwann laufen. Ich glaube, der hier geht 1 Euro das Stück. Den habe ich hier halt reingebaut, weil er gut zu den anderen gepasst hat. Ich habe das so ein bisschen versucht, nach Preis zu sortieren, aber war ein bisschen schwierig, weil das Set hat 100 Karten. Genau dann hier, ihr seht, ich habe unglaublich viele von diesen Cyberdrachen. Und das war nicht mal alle. Ich habe drüben auf dem Stapel, der nicht reingepasst hat, habe ich auch nochmal 5 oder 6 Stück. Also, und in den Magnethaltern habe ich auch nochmal irgendwie 10 oder so. Also da sind allein schon Cyberdrachen technisch, ich glaube, 50, 60 Euro am Schlüssel. Auch der Jinzo kostet in etwa 4 Euro, 4, 5 Euro sowas in der Richtung des Stücks. Auch ein Fan-Favorite, in dem man möglicherweise noch investieren könnte. Diese Karten werden meiner Meinung nach niemals im Leben 100-Euro-Karten oder so werden. Das heißt, wenn die dann schon mal so 10, 15 Euro kosten, dann lohnt sich ein Investment nicht mehr. Das lohnt sich jetzt. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ihr solche Karten kaufen solltet, finde ich. Also gerade jetzt. Nicht mehr später. Also nicht mehr in ein oder zwei Jahren, meiner Meinung nach. Dann haben wir Tsukuyomi. Die hat auch ein bisschen was gekostet. Den Preis habe ich aber nicht mehr so wirklich im Kopf. Aber war, glaube ich, vielleicht auch irgendwo bei 2, 3, vielleicht 4 Euro. Vielleicht ein 5er mehr war sie, aber glaube ich nicht wert. Genau, dann haben wir hier natürlich die Heiligen Ungeheuer. Die sind eigentlich alle recht günstig. Die kosten so 1,50 das Stück eigentlich relativ genau. So ziemlich alle. Ein paar Cent Unterschied halt immer, vielleicht der eine mal 1,30 oder so, aber sowas um den Dreh rum. Genau, oben nochmal die zwei Pots, die kosten glaube ich auch nochmal ein 5er das Stück. Da musste ich dann, habe ich gesehen, dass ich einen hatte, der einen Schaden hatte, den musste ich leider aussortieren, weil übrigens die einzige Duelist-Saga-Karte, die ich aussortieren musste.
aber auch nicht wegen Silvering, sondern wegen so einer Delle. Da ist halt mechanisch was passiert. Genau, finde ich übrigens mega cool, dieses Set hier. In diesem Duelist Saga Ultra sieht mega krass aus, vor allen Dingen Uria. Sehr nice. Bei Raviel kommt der Effekt nicht so ganz zum Tragen, aber bei Uria schon krass. Dann haben wir hier nochmal ein Playset Raviels. Die kosten auch 1,50 das Stück in etwa. Die waren mal teurer tatsächlich. Die waren mal teurer. Die lagen mal irgendwo so bei 5 Euro. Sind aber natürlich auch aufgrund ihrer später folgenden Irrelevanz sozusagen wieder gedroppt vom Preis her. Werden aber vielleicht auch irgendwann mal wieder steigen, weil die Karte sieht schön aus und Neos Fan Favorite und dann noch mit Flügeln, was will man mehr. Necro Valley, auch eine relativ teure Karte. Von Dark Lore müssen wir ja gar nicht sprechen. Ne, das ist auch so ein, ich glaube, ein 5er pro Stück oder so war das. Monster Tor kostet wieder, also warum auch immer, keine Ahnung, ist eigentlich keine besonders krasse Karte oder so, aber kostet auch fast 1 Euro das Stück. Da hatte ich bloß 3 Stück gefunden. Ich frage mich, ob ich mehr davon habe, weil ich habe ansonsten keine einzige von denen irgendwo anders noch gesehen, während ich, aber ich habe ja auch kaum was, also ich habe vielleicht 10 Tinboxen oder so durchsortiert und dann hatte ich den ganzen Käse ja schon beieinander. Genau, die sind nochmal recht teuer. Die 2 Blackwings kosten so 8 Euro das Stück, glaube ich. Also so viel wie der BLS. Löwenzahnlöwe auch ganz cool. Die kaiserlichen Befehle kosten auch nochmal so 3, 4, 5 Euro so um den Dreh rum. Dasselbe gilt hier für Ernste Warnung. Ist, glaube ich, auch bei irgendwie 2,50 oder 3 Euro sowas um den Dreh. Also ihr seht, es gibt einfach in diesem Set unglaublich viele Karten, die ein bisschen was wert sind. Das hier ist jetzt wieder der Gipfel der Wertlosigkeit. Eine wunderschöne Karte für jeden Heldenfan. Ein absolutes Muss. Wirklich, schaut euch mal das Artwork an. Das ist übrigens auch ein Punkt, warum ich Duelist Saga so feiere. Die neuen Helden-Support-Karten oder im Allgemeinen neue Karten, die da rausgekommen sind, sehen teilweise sowas von unglaublich schön aus, aber speziell die Heldenkarten. Ich habe mir damals 3-4 Boxen geholt und ich habe sie mir nur wegen diesen Heldenkarten geholt. Ja. Ist das nicht schön? Das ist so richtig. Also wisst ihr, Konami hat ja in der Vergangenheit, wenn sie Helden-Support rausgebracht haben, speziell Elementalen-Support, immer so das Problem gehabt, dass sie dieses alte Feeling nicht mehr erzeugen konnten. Sie haben zwar Elementalen rausgebracht, sogar schon lange in der Vergangenheit, Heat und Lady Heat und Knospe und so, aber sie haben es nie wirklich geschafft, dieses Feeling, dieses einfach das, was Elementalen so ausgestrahlt haben, das wieder einzufangen. Und hier in diesem Set ist ihnen das erstmals wieder gelungen. Mittlerweile gibt es auch noch den Cosmo-Neos und diesen anderen Neos und so. Die strahlen das auch wieder aus. Cosmo-Neos ist tatsächlich mit einer der schönsten Elementalen überhaupt, wie ich finde. Aber da gelang es ihnen erstmals wieder, richtig, richtig schöne Heldenkarten rauszubringen, die auch wirklich das ausgestrahlt haben, was die alten Helden ausgestrahlt haben. Und das ist einfach mega, mega cool. Diese Wolkenkratzer bei Nacht und so, wie Zukunftsfusion also das ist mega cool. Und das bringt uns auch zu einer anderen mega coolen Karte von Mitsuki, der kostet auch nochmal ein paar Euro. Und zwar zu einer Karte, die auch fast 1 Euro geht, meine Freunde. Und das ist Legacy of a Hero. Die so die Schwinge und diese Handkralle, wie auch immer, von Flammenflügelmann zeigt, den wir hier auch auf dem Dach stehen sehen. Und das Ding geht halt auch schon wieder 1 Euro. Und das sind Fan-Favorites, Leute. Irgendwann, nicht in naher Zukunft, aber in weiter Zukunft, in 10 Jahren oder so, wird es auch davon wenig geben. Warum wird es davon wenig geben? Weil diese Karten niemandem etwas wert sind. Die werden als Bulk in Penny Sleeves oder gar ohne Hüllen in irgendwelchen Tinboxen verstaut, wo sie vor sich hin gammeln durch Erschütterungen, Schläge und so weiter, Schäden erleiden. Und dann, irgendwann in 10 Jahren oder so, wenn sich auf einmal die Leute anfangen, für eben diese Karten zu interessieren, vor allen Dingen, weil man sie kaum noch in guten Zuständen sieht, da werden dann nicht mehr so viele davon da sein. Und da wird das und dieses hier vielleicht eine 5, 10 oder gar 15 Euro Karte werden. Meiner Prognose nach. Wir sprechen uns in 10 Jahren nochmal. Bin ich wirklich von überzeugt, weil das einfach Fan-Favorites sind. So, da habe ich gleich nochmal ein paar. Dann haben wir Castell. Da könnte man jetzt meinen, dass ein bisschen was wert ist. Ist aber nicht. Der geht irgendwie 25 Cent oder so. Das ist zum Beispiel auch eine Karte, die ich ultra abfeuere. Das ist Support für die Heiligen Ungeheuer. Und das ist halt das Fallen Paradise. Mega cool. Und das ist einfach so nice. Aus dieser Baum alles so verlassen und trostlos mit diesem Apfel in der Mitte. Also mega cool. Auch so ein bisschen Adam und Eva mäßig angelehnt. Den Preis weiß ich aber nicht mehr. Keine Ahnung. Ich glaube aber, die war auch nicht teuer. Die ging, glaube ich, auch irgendwie 50 Cent oder so. Oder 30 Cent. Ist aber trotzdem eine schöne Karte. Oder hier auch eine Anime-Karte, die wir nie bekommen haben. Direbond Colonel. Ja. Die ist auch ansonsten, glaube ich, nie wieder irgendwo erschienen. Außer in diesem Set. Und das ist einfach der absolute Oberhammer. Auch an diese Karte denkt momentan keiner. Auch das wird bestimmt irgendwann eine Karte werden, die für Sammler relevant ist. Na, und so zieht sich das halt die ganze Zeit hier auch wieder. Der, hier, ich glaube, der geht auch ein 5er. Der Festungsdrache. Wenn man die anders 3 bis 5 Euro. Gehirnkontrolle geht, glaube ich, auch 1 oder 2.
Also es sind immer so Karten, die momentan so Kleinstbeträge gehen, wo man aber schon sieht, wo die Reise hingeht, weil das sind alles Karten, die waren früher mal ein paar Cent wert. Ja? Und die sind wirklich immens gestiegen jetzt in diesen 4 Jahren. Und zwar nicht irgendwie sprunghaft, weil sie irgendwie spielbar sind oder weil es ein Buyout gab, sondern weil sie einfach konstant in der Relevanz bei Sammlern und vielleicht auch Spielern gestiegen sind. Und da das langsam und konstant der Fall war, ist das auch etwas, das hält. Das ist keine Blase, die platzt, versteht ihr? Das ist einfach keine. Das ist nicht so wie bei, keine Ahnung, irgendwelchen Karten, die dann halt aufgrund irgendeines Hypes tonnenweise gekauft und gelagert werden und dann entsteht da eine Riesenblase, so wie es jetzt zum Beispiel auch bei den Ghost Rares aus Ghosts from the Past ist und irgendwann meinen dann die Leute so, ach komm, jetzt schmeißen wir unsere Karten wieder auf den Markt und dann kostet der Dark Magician halt keine, was weiß ich, 600 Euro mehr, sondern halt nur noch ein Huni. Ja, so, das sind Hype-Preise. Vollkommen unrealistisch. Vollkommen. Das sind Preise, die sich langsam und konstant entwickeln. Und deshalb lohnt es sich, auf dieses Set ein Auge zu werfen. Genau, hier sind, glaube ich, auch nochmal, die Baumfrösche waren, glaube ich, ein Ticken was wert. Sogar die aufrichtig hier oben gehen fast 1 Euro. Also da sind wirklich Sachen bei. Die ist auch relativ teuer, die kostet, glaube ich, auch 5 oder 6 Euro. Dieser Tiefseetaucher, aber der war ja egal aus welchem Set teuer. Die ist auch ziemlich Shortprint, geht aber kaum was, auch 2,50 oder so. Genau, die hier gehen wieder gar nichts. Die Nummer 70 finde ich aber mega cool, die Karte. Ich mag das Artwork. Mega schön. Genauso wie bei der Titanischen Motte. Ist auch wirklich Motten-Support für das alte Insektenthema. Wunderschön. Goyo-Wächter, ein Klassiker. Es ist alles so Karten, die geben bloß ein paar Cent. Also das ist jetzt nicht krass was wert. Ihr seht auch, ich habe die hier tonnenweise rumliegen. Diese und diese drei gehen noch was. Ich glaube so 1,50 jeweils. Die geht, glaube ich, auch 2 oder 3. Dann das hier das Amulett, das glaube ich nicht so viel ist, aber auch was fürs Auge, sieht auch sehr schön aus. Und jetzt kommen wir dann langsam zu den Karten, die halt bloß ein paar Cent gehen. Ich glaube, das hier, das geht alles so 2 Cent, 5 Cent, 9 Cent, also da ist nicht mehr viel zu holen. Natürlich die beiden hier nochmal ein bisschen was wert, auch der Rosendrache und der kosmische Blazardrache. Lagia ist auch wieder ein bisschen was wert, der geht glaube ich irgendwie 5 Euro oder so. Genau, da sind zwischendrin immer mal wieder ein paar teurere Sachen. Tatsächlich Darklord Ukubak geht auch 5 Euro das Stück oder so. Richtig übel. Wusste ich gar nicht. Ich habe den eigentlich für eine günstige Karte gehalten, deswegen habe ich den hinten hingepackt. Sonst hätte ich den auch etwas weiter vorne hingehauen. Ich weiß gar nicht, das Set besteht aus 100 Karten. Ich glaube, ich habe hier gar nicht alle 100 drin. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Ich habe einfach, um ehrlich zu sein, schnell was zusammensortiert, weil ich einfach mal über... Ich wollte euch jetzt keinen gut sortierten Ordner zeigen. Ich wollte einfach mal dieses Thema ansprechen, das halt einfach... wie soll ich sagen, dass das ein Set ist, das man aus Investment-Sicht, sag ich mal, im Auge behalten sollte. So, einfach weil es auch unglaublich viele Fan-Favorite-Karten drin gibt. Das ist übrigens witzig. Normalerweise, also in den meisten Fällen, sind die Holoprints in Duelist-Packs immer First-Prints, also keine Reprints. Natürlich gibt es jetzt auch The True Name oder wie die Karte heißt, die jetzt in LED7, glaube ich, als Ultra-Rare gereprintet wurde. Und das ist auch so ein Fall. Die kam hier nämlich ursprünglich raus. Das war eine neue Karte. Und die ist ja dann in diesem Sisters of the Rose, ist ja dann nochmal als Super-Rare erschienen. Fand ich auch cool. War damals der erste wirkliche Holo-Reprint, der in einem Duelist-Pack rauskam dann. Genau, ich glaube... Vertrag mit Don 1000 war noch ein paar Cent wert, ich glaube 50 oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Also es kann mich auch irren. Ich habe das gestern um 4 Uhr morgens oder so am Rechner noch zusammengerechnet, deswegen ist mein Gedächtnis da nicht mehr so. Also es hat schon geschlafen sozusagen. Genau, sehr coole Geschichte. Dann hier die Sharks, okay. Ich finde die Sharks eigentlich schon ganz lustig, so vom Look her, aber im Allgemeinen sind sie einfach uninteressant. Übrigens, Victor... Das war besser, als du das noch als dein Kanal Logo hattest. Weil ich nochmal gesagt habe. Nein. Genau, und das sind auch die ersten Karten aus dem Set, also diese Sharks und die Pinguine. So, die fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so interessant. Da habe ich auch tonnenweise von denen. Das sind auch noch nicht alle, ich habe eigentlich noch viel, viel mehr. Ich glaube, da gibt es nur einen von denen, der irgendwie 30 oder 40 Cent wert ist. Die anderen sind auch irgendwie 5 Cent wert oder so. Der Anglerfisch, der ist noch ganz cool, den gibt es ja wirklich. Der ist bloß ein bisschen aufgemotzt worden vom Designer. Ja, also da haben wir einiges, was hier jetzt auch nicht mehr so viel wert ist. Das wird auch wahrscheinlich nie großartig was wert sein. Vayan war mal was wert. Der war ja mal sehr, sehr spielbar. Der war wirklich auch ein paar Euro wert. Das ist aber auch wieder gefallen. Also der geht jetzt auch fast gar nichts mehr. Aber zur damaligen Zeit, wo der was ging, hätte ich den Scheiß verkauft. Dann hätte ich mir gleich wieder irgendeine Ghost oder so holen können. Sehr coole Geschichte auf jeden Fall. Ich habe ja auch ein paar Ami-Prints bei. Ich glaube, der hier ist Ami. Naja, was soll ich sagen? Also ich mag keine Ami-Prints. Diese Foil sieht einfach so billig aus.
Einfach ganz, ganz schlimm. Also, ich kann nicht verstehen, wie man auf Ami-Karten stehen kann. Aber jedem das Seide. Genau, haben wir sonst noch was Erwähnenswertes? Ja, da, wir haben halt, wie gesagt, lauter schöne Artworks. Das zum Beispiel Chainsummon, die Kettenbeschwörung, wunderschönes Artwork. Auch Weißer Schleier, sehr schönes Artwork, aber natürlich halt auch hier alles vollkommen ohne Wert. Ja, meine Freunde, wir werden auch schon wieder am Ende des heutigen Videos. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen kleinen Anreiz geben, falls ihr interessiert seid, daran irgendwie irgendwohin zu investieren, dass ihr euch dieses Set mal anguckt. Denn ich denke, dieses Set lohnt sich tatsächlich. Ob sich jetzt wirklich der Blue Eyes lohnt mit seinen jetzt schon 20 Euro, das weiß ich nicht. Der wird bestimmt noch steigen, aber ist Spekulationssache. Der kann auch bleiben oder um 5 Euro sinken. Aber diese ganzen Karten, die so 5 Euro gehen, 2, 3, diese ganzen Fan-Favorites, BLS und so, das sind Karten, die sollte man sich mal angucken. Das sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen, auch wenn es Duelist Saga ist. Glaubt mir, Leute, es gab auch in der Vergangenheit Karten und Sets, wo man gedacht hat, da wird nie irgendwie irgendwo irgendwas wert sein. Und letztendlich geht die Karte nicht mehr wie damals oder die Karten nicht mehr wie damals 20 Cent oder so, sondern mittlerweile fast 10 Euro, wie zum Beispiel der Blue Eyes White Dragon aus der Collection, den 13. Ja, ich hoffe, es war informativ. Wir sehen uns zu einem weiteren Video und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.